Okay, Leute, seid ihr bereit für Halloween Hide and Seek mit den Rentnern, die ich natürlich wieder easy finden werde? Okay, Leute, dann würde ich sagen, versteckt euch, ich werde euch suchen und ich werde euch auch finden. So, Kinders, Abfahrt, ich komme jetzt, ist mir egal, ob ihr versteckt seid, ich werde euch finden. Nämlich, ich habe doch schon die ersten gehört. Oha, ich dachte gerade, da liegt wirklich jemand. Wer wollte mich denn hier so an den... Oha, ey, das ist echt gruselig so ein bisschen. Passend zu Halloween. Happy Halloween, Bo. Okay. Okay. Hier geht's ja ganz schön zur Sache. In jeder Ecke sitzt jemand. DVD. Ich hab doch das Gefühl... Oh, Glück gehabt, dass da niemand war. Ich sag euch ehrlich, ich hätte euch... Du solltest dich mal lieber waschen, Alter. Wo sind die denn hier? Überall Fledermäuse. Hier sollte mal jemand lüften. Wo sind die denn alle? Das kann doch nicht sein. Ich habe doch hier gerade Leute gehört. Aber cooler Kamin auf jeden Fall. Schön offener Kamin. Kann man mitnehmen, ne? Hier sitzen überall irgendwelche Vogelscheuchen rum. Ey, wo sind wir hier? Ja, ich muss ja mal das Haus abchecken, Leute. Und dann geht's weiter. Einfach so ein Grabstein. Oh, ich habe da was gehört. Aber warte mal. Irgendwo muss hier eine Tür sein. Wer macht denn immer die Tür auf und zu, hä? Komm, zeigt euch! Wer will mein Gehilfe sein? Wer will mein Gehilfe sein? Du bist es auf jeden Fall nicht. So, alle, die jetzt im Keller sind, dürfen dann rauskommen, ne? Ich sehe euch. Warte mal, hier habe ich doch was gehört. Oh. Bro! Oha. Oha. Was geht denn hier ab? Hier ist eine Operation. Schade. Einfach schlecht versteckt, würde ich mal sagen. Warte mal, hier hinter kann man doch bestimmt auch... Ja, die Frage ist, gibt es hier viele unsichtbare Orte, wo man hingehen kann, die man nicht findet? Okay, das ist auf jeden Fall hier... Jonas! Da hilft auch kein Abhauen mehr. Da hilft gar nichts mehr, wenn ich erstmal hier unten bin. Geht's hier durch? Nee. Ist hier noch jemand? Ich glaube nicht. Ich habe ja gesagt, ihr sollt rauskommen. Du denkst auch, ich bin doof, ne? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die dachte wahrscheinlich, ich gucke hier und gucke der nicht mehr bei den anderen. So, jetzt werden wir mal die Taschenlampe nehmen und werden hier so alles mal gucken, ob hier auch alles stimmt, so wie es sein soll. Bisher fällt mir nichts Verdächtiges auf. Nee, nee, also hier... Nee, da ist auf jeden Fall... Hier ist nichts. Da ist nichts da drin. Da ist niemand drin. Ja, ja, ja. Ihr denkt auch, ich bin Anfänger, ne? Seid mal ehrlich. Ihr denkt auch, ich spiele zum ersten Mal Hide and Seek. Schade.
natürlich. Ich kenne auch die ganzen Verstecke. Was ist denn das hier? Aber die Map kommt mir bekannt vor. Das ist nur die Map im Halloween-Style, ne? Sieht zumindest so aus. Ich glaube, die wurde einfach geupdatet. Ich sag euch, hier gibt es auch so eklige Verstecke bestimmt in Bildern drin und so. Irgendwie kommt mir die Map so bekannt vor. Ja, die Map kommt mir bekannt vor. Stehen bleiben! Ergib dich! Ergebe dich! Ich wusste doch, dass die Map mir bekannt vorkommt. Ich wusste doch, dass hier eklige Verstecke sind. Eklig, eklig, eklig. Schade, dass ihr auch noch diese ekligen Verstecke ausnutzt. Verhaltensmäßig sehr, sehr eklig. Aber gut, ihr habt halt nicht die Rechnung damit gemacht, dass ich schlauer bin wie ihr, ne? Ich weiß. Das ist nämlich genau diese Manson-Map. Haben wir, glaube ich, schon mal gespielt. Und in der normalen Version. Das ist jetzt die Halloween-Version. Oder draußen. Haben wir draußen wirklich schon alles gesucht? Oha. Oha. Wer war denn so clever gewesen und hat sich hier versteckt, hä? Also wenn hier keiner ist, würde ich fast einen Hexenbesen aufessen. Hier drinne. Ich wusste es doch, Leute. Ich wusste es doch. Da wollen wir keinen Hexenbesen mehr essen. Das war too easy for me. Ah, ich weiß, hier ist schon gemein. Ne? Ich sage euch ehrlich, dieser Tümpel ist schon sehr, sehr gemein. Oh, rutschen! Juhu! So, Kollege, du hast jetzt einmal Verbot. Schwimmbadverbot? Doch. Hier sind mehrere Sachen, die nicht so funktionieren. Du hast einmal die Rutsche blockiert. Da könnten sich Kinder gefährden. Verbot, Schluss, raus, raus, raus. Nein. Der spinnt wohl. Ich denke, ich kann in Ruhe rutschen und da versperrt er die Rutsche. Überleg mal, was da alles passiert hätte sein können. Das geht gar nicht. Wortlich. Nee, nee, nee. Also das duld ich nicht. Das kann ich nicht zulassen, sowas. Da sind wir auch mal Bademeister, ne? Aber wird hier vielleicht noch einer sein? Ach, Dave Knight, Digga. Ach, Dave Knight. Ach, Dave Knight. Da ging dir schon einer ab, ne? Ah, die Map habe ich schon so oft gespielt. Der Stani wird mich niemals finden. Niemals, weil ich die Map schon gespielt habe und alle Verstecke kenne. Aber ich bin einfach zu clever für dich. Oha, jetzt reicht's. Ja, sag mir ehrlich, dafür, dass die Map schon gespielt hast, war das ja ein Versteck auf Wish bestellt. Oha, ja. Nebelix ist back. Ja. Ich werde alle finden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich finde alle Verstecke. Ich bin nicht umsonst. CSI New York.
Ah, ich wusste, warum ich hier nochmal lang gehe. Ich wusste, warum ich hier nochmal lang gehe. Weil das hier... Ja, ja, ja. Leute, ich habe hier gerade Steps gehört. Irgendein Idiot hat sich hier gerade bewegt. Irgendein Idiot hat sich hier bewegt. Wer war es gewesen, hä? Bro. Hättest du dich nicht bewegt, dann hätte ich dich auch nicht gefunden. Selbst schuld. Und Lord Toxic denkt auch, er wäre ein Witzbold. Ja, 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 so schnell geht's. Ihr denkt immer alle, ihr fühlt euch so sicher. Aber dann gehe ich die zweite Runde und dann, zapp, zarab, schlage ich zu. Nee, die letzten beiden haben gewonnen. Die letzten beiden haben gewonnen. GG.